Gopfertamio. Warte, Lukas. Anstrengend. Oh, scheiße, sorry. Sicht. Schon gut. Jetzt sind gerade der Kasten sind. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt... Oh, es geht weiter. Oh mein Gott, ich hab jetzt den Unterschied zwischen Cutscene und Gameplay jetzt nicht bemerkt, Digga. Oh, shit. Ja, das stimmt. Okay. Krass. Also, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Tiger Steel, Uncharted 4. Kapitel 11, sichtbar und doch verborgen, und wir sind hier in einer kleinen, wie kann man so etwas nennen, eine Stadt, ich habe vergessen, in welchem Land wir sind. Vorher waren wir in Malaysia, heute sind wir nirgendwo. Oh, das sieht alles so geil aus, Mann, scheiße. Sogar die Wurst bewegt sich, Digga. Guckt euch das mal an. Nein! Oh, fuck! Nein! Ich kann einfach auf Kürtile. Ich kann einfach Äpfel kaufen, Digga. Die besten auf dem Markt. Schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Ja, natürlich, werde ich tun, keine Sorge. Aha, hier haben wir was. Hey, wie süß! Kleines Kerl, wie geht's dir? Fällt dir das? Halt, der Turm. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, hallo. Schon gewonnen. Niedlich. Alter. Was, der ist auf mich gesprungen und hat mir den Apfel geklaut. Dieser verdammte Lemur. Ich muss mal diese Tierart auch mal besuchen gehen irgendwo. Tiere füttern verboten Trophäe bekommen. Cool. Was kann ich hier sonst noch tun? Ich habe hier Kühe. Die Kühe erinnert mich an Uncharted 2. Na ja, habt ihr einen Piratenschatz gesehen? Nee, nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh Mist, tut mir leid. Hier, ich helfe Ihnen. Uiuiuiui, Alter, das sind ja jede Menge Interaktionen. Wenn es vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Ah, entschuldigen Sie mal, ich bin gerade mal rausgefüllt auf. Ich gehe den Hund. Du halluzinierst. Ist sicher. Na, dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. Ich habe hier meine Waffe dabei und keiner kümmert sich darum. Okay, nur ein kleiner. Nur eine kleine Bemerkung nebenan. Okay, ich denke mal, das waren alle Interaktionen. Gehen wir mal weiter, mal schauen, was hier so alles möglich ist. Hallo. Okay. Mit dem kann ich spielen? Ja. Oder wer hat jetzt mit mir, du? Okay. Hey Nate, soll ich hier eins von denen kaufen? Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft! Ich sehe genau das gleiche wie du. Also wie du. Mit deinem Hemd. Aha. Er hat recht. Das riecht gut. Ja, dann kauf dir doch mal eins, oder? Verzeihung. Oh. Ich weiß nicht drängeln hier. Ich muss diese. Oh. Oh. Lass mich mal durch. Okay. Verzeihung. Ne pourrait pas trouver mieux. Die Atmosphäre gefällt mir ziemlich gut. Naughty Dog, saubere Arbeit wieder mal. Kompliment. Kann ich hier nicht durch?
Ah, doch, doch, doch. Was haben wir hier? Lass mich mal durch. Okay. Was macht der hier? Ey, das Teil bewegt sich. Alter Schwede. Detailfreudiges Spiel hier. Fetter Sack mit Kamera. Okay, Sully, jetzt gehen wir hier ans Eingemachte. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Ah. Okay. Aha. Hey, Sully. Was hier passiert ist? Wir kommen hier durch. Na, das sollte gehen. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Ja, ja. Also, das ist wirklich eine schöne Aussicht hier. Wow. Okay. Und schon sind wir drin. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Das ist eine 1-Million-Dollar-Frage. Und hier haben wir einen Schatz gefunden. Sehr gut. Schon mal ein guter Fund hier. Kann man gut verkaufen. Türkischen Bazar. So, was haben wir hier? Das ist aber ein hoher Glockenturm. Oh ja. Ja, ja, das stimmt. Oh ja, da hast du aber völlig Licht. Okay. Hier kann ich 3 klicken. Hm. Ja, wollen wir wetten? Oh! Ah. Aha! Die Rekrutierung haben wir bestanden. Das ist der zweite Teil wahrscheinlich hier. Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen. Der Status appeared in this order. Also zuerst mal Skorpion, Aquarius, kein Grund zu warten. Leo, Taurus. Also zuerst mal Skorpio. Und da hat wahrscheinlich Microsoft auch für die Konsole Xbox One Skorpio ausgewählt, den Namen vom Griechischen. Ah, das konnte man früher gar nicht. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab jetzt einfach mal improvisiert. Es hat geklappt. Bin gleich zurück. Du kannst vom Glück reden, Nate, dass du nicht so schwer bist. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully. Die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Jupp. Geht klar. Genau. So, und jetzt... Und Sprung hier oben. Was muss ich hier tun? Ah, Digga, das
Auf die Idee muss man mal zuerst kommen, ha? Ich habe jetzt einfach wieder mal improvisiert. Das ist mal wieder das Improvisation. Eine gute Idee ist, eine gute Sache. Ja, schon los. Okay. Und jetzt? Pass auf deine Finger auf, Nate. Ich will Sorgen machen. Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Eieiei, Sullivan, sei nicht so misstrauisch jetzt. Also. Rechts, alles in Ordnung. So. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Aber der Löwe ist ja dritt platziert, also. Ah, okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate. Ja, das ist der Aquarius da. Ich weiß, Aquarius. Wo bist du? Dort hinten. Nate, nicht so. So. Ah, ich kann hier noch weiter nach oben. So, und drauf mit dir. Das war der Skorpion, war der. Ah, nein, das war der drittplatzierte Skorpion. Ah, Skorpion war der erstplatzierte. Stimmt, Skorpion. Okay. Avery war bestimmt Skorpion. Oh Mann! Aha. Hey, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. So, zweitens, Aquarius. Aquarius, mein Kollege. Wie komme ich zu dir? Kannst du mir GPS-Daten schicken, bitte? Opa. Opa, Drake. Oh, mir ist gerade ein bisschen übel. In was lässt du dich hier ein, Alter? Shit. Alter! Willst du mich jetzt verarschen, Mann? So, jetzt. Oh, verdammt! Nein! Was? Hey, Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade das auf. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Okay, ich geh zur nächsten. War das ein Bug oder. War das jetzt ein Bug oder was war das? Mir ist gerade ein bisschen übel. Ja. Es geht schon. Alter Schwede, war das knapp. Okay. Das ist Stier. Aber ich muss zum alten Aquarius. Kollege, wo bist du? Hier unten, ich komme. Oder? Aquarius, danach kommt Leo. Okay, alles klar. Hey, Sully, so. Was von Sam gehört? Noch nicht. Naja, dem geht's bestimmt gut. Das ist bloß ein Akku leer. Ah, okay, das war echt laut. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. So, wie steht's? Okay, Aquarius, mein Freund, ich komme zu dir hoch. Leo meine ich. Leo, mein Gefährte, ich komme zu dir. Die Treppe ist hier, aber komme ich nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss wieder die Zahnräder benutzen. Einfach auf die Finger aufpassen, Drake. Okay, dort drüber kann ich vergessen. Die Sprungkraft besitzt er nicht. Komm, rauf. Oh Gott, jawoll.
Leo, 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 hier hältst du dich auf, also. Aua. Löwe. Ich hatte mal was mit einer, die war Löwe. Ich glaube, du müsstest mal nach dieser Aktion zum Arzt. Ist offen. Okay, nur noch eine. Wann ist der Scorpio? Scorpio. Wo bist du, mein Kumpel? Wo war der? Der war am Anfang, oder? Der war, glaube ich, hier. Hä, was? Ah, wartet mal. Komm jetzt. Oh Gott, oh Gott. Der war nicht hier, sondern... Stier muss... warte, jetzt bin ich hier ganz durcheinander, Mann. Stier! Scorpio hatte ich ja. Scheiße, nach Hause. Was ist denn nur los heute bei mir? Opa! Oh, hat das jetzt kein noch gereicht hier, der Sprung? Alter, 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 alter. Der muss ja richtiger Akrobat sein, Mann. Die schlimmsten. Durch die Ohrstöpsel. Ja, ein bisschen zu spät. Hey, das aha. War's. Aha. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Oh na. Warte, ich geh da hoch. Okay. Los geht's. Was? Hat sich die Treppe jetzt von selber bewegt? Ey, Digga. Nicht schreiben, sondern schauen, wo du hinläufst, Drake. Meine Güte, der benutzt ein Notizbuch wie die Jugend heute Handy, Mann. Aha. Interessante Sache hier. Boah, Alter, ich dachte schon, der will mich hier verarschen, Mann. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass dieser Spaß nicht schnell ein Ende findet. Hier, nicht schlaf, Drake. Ja. Hier kann ich an der Uhr drehen. Okay, bringt mir nicht viel. Gut. Die mussten das alles studieren. What the fuck? Ah, hier kann ich noch draußen. Ui, ui. Wow. Ah, dann habe ich die Uhr per Zufall richtig gedreht. Was für ein Zufall. Ja, genau. Wer kann seinen Haken so mit dieser Haltung so hoch werfen? Okay. Sehr gut. Prima. Sehr gut, Assassine. Machst du super. Super ist super. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam.
Ja, ja, mach dir nicht allzu oft Gedanken hier. Konzentrier dich kurz auf diese Sache. Dein Bruder hat es im Gefängnis überlebt, das überlebt er locker. Unter uns. Ja, die muss unter uns sein, oder? Kannst du laut sagen? Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Okay, Sally, geschafft! Sehr gut! Das wird oh, das wird richtig laut jetzt hier. Also. Sally, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Okay. Ja, da musst du wohl ran. Okay, los geht's. Komm jetzt. What the fuck, Alter? Meine Fresse, Digga. Oh shit! Alter, was ist... Tika, was ist hier los, Mann? Ich muss hoch! Hoch mit dir! Ich hab's versucht, der ist gefallen. Ich Ich muss hoch. Ja, der macht schon. Der macht schon den gleichen Fehler, Digga. Bla 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 bla. Ich muss hoch. What the fuck, Alter? What the fuck? What the fuck, man? Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Ja, yeah, ja. Yeah. Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Okay. Ja. Ich habe immer noch weiter 3 geklickt. Willst du sie? Ja, klar, warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Immerhin haben wir die Münze wieder. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Sehr gut, Sam. Sehr gut, sehr gut. Also wir haben den richtigen Turm gefunden. So wie es aussieht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da hier wirklich Schätze versteckt sind. Weil das wäre mir ein bisschen zu einfach. Sally, bin ja weit voraus. Da steckt was dahinter. Da gibt es einen Haken oder sowas. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two. Echte Komplizen. Okay. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Das sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, die haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? So. Ah! Wow. Ich hab's mir gedacht. Alter Schwede, wer hatte die Zeit und... Sollen wir nachsehen? ...die Motivation, so etwas herzustellen, Mann. Warte kurz.
mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Ja, und jetzt? Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. So. Captain, hey, Jack Sparrow? Baldridge, nee. Bonnie und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. The Baldridge. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Na da. Ah. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Sehr gut. Hier haben wir auch was. Ach ja, Condon nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Ja. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Warte, zurücklegen. Ah, so geil. So in etwa? Was ist das? Sonne? Das muss ich wirklich zusammentun. Okay. Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Also, jetzt heißt, ich muss es nochmal kurz anschauen. Wie sind die positioniert? Füße rechts, Füße links, Kopf unten. Füße rechts, Füße links, Kopf unten. Dann muss ich nur noch das Pferd. Andere Seite. So. Alter Schwede. Wer waren diese Typen? Das sind... Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So geil. Neuer Tagebucheintrag. Sehr gut. Okay. Also, was haben wir hier? Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. So. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Mhm. Der ist wer? Richard Wand. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Okay. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Hier. Hm. Hier?
Ah, hier. Aha. Den hier können wir vergessen, oder? Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. So. Also, wo ist das Zeichen hier? Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Ah, hier. So. Sehr gut, Drake. Also. Tagebuch öffnen. Oh shit. Wie will ich das jetzt hier lösen, Mann? Kannst du meinst, wie will ich das jetzt lösen? Das sieht mal vielversprechend aus. Nee, Drake. Nicht dieser, sondern diese hier. Danach drehen. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Weißer Delfin unten, links. Weißer Delfin unten, links. Weißer Delfin unten, links. Wie ging es weiter? Ah, okay, die Hände zeigen nach unten. Jawohl! Alter, nee, nicht... Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Alter, die Diskussion hier ist einfach der Hammer. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Okay. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Okay. Da haben wir... Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Left ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Left to right, Edward England, Tariq bin Malik, Yazid al-Basra. I've never seen the monkey's sigil before. Okay... Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Also, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt? Ah, hier. Drei. Das ist so geil gemacht, Mann. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Hier. Und vier. Also jetzt wird es ein bisschen noch komplizierter. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Also. Jetzt hat okay, hier die Zeichen. Ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Oh Gott, okay. Lass meine Finger hier. Also, der Tiger hat am unteren Bereich 4 Sterne. Nee,
Die linke am Arsch hat er 2. Dann kann ich das so tun. Stimmt auch nicht. Okay, ich wüsste schon, wie das funktionieren könnte. Jawohl. So. So ist schon mal richtig. Ah, verdammt. Oh, da, Moment mal. So. Oh, das Lied gefällt mir, das muss ich mal runterladen. So. Das sieht schon mal vielversprechend. Ja, das ist 100% richtig. Also wenn das hier jetzt nicht stimmt. Das muss so stimmen. Ey, nee, doch nicht. Doch. Wartet. So. Also, unten. Unten, okay. Unten. Wartet mal. Links und rechts. Links und rechts. Oh Mann, jetzt habe ich mich verschrocken, Mann. Jetzt kommt der. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Okay, einmal. Alter, das Sullivan gefällt mir in diesem Spiel. Okay, Sam, unser Wikipedia-Experte. Einmal. Und dreimal. Das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Wow. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ja. Ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht. Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay,
Rodeus Cortlicentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich hab grad noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Ray weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Nicht mal ich hab daran gedacht, dass die Telefone ein GPS haben. Hey. Ich kauf dir ein neues. Okay. Unser Schatz befindet sich nicht hier. Für Gott und Freiheit, Drake, du musst uns noch eine Erklärung abgeben. Ja, du bist das schuldig. Okay. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon, hier lang. Die kennen wir doch von der Demo. Entschuldigung. Verzeihung? Excusez-moi. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Oi, 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 oi. Das ist mal wieder ich. Sorry, Mann. Komm, hier also, runter, nee. Ich bin jetzt hier wirklich extrem. Ich bin hier wirklich. Oh Gott. Ich bin hier extrem gespannt, was jetzt. Oh Gott, okay. Ich sag nichts mehr. Alter. Verrick. Okay. Oh Gott, oh Gott. Okay. Die haben uns wohl entdeckt, Sally. Da kannst du wirklich Gift drauf nehmen. Hab ich beiden Headshot ver- Oh shit. Okay, wo du? Alter, niemand tot und plötzlich taucht tot. Okay. Oh Gott, nimm die Waffe. Du kannst nicht gewinnen. What the fuck, Digga? Oh shit. Okay, Leute, es tut mir leid. Für die Blamage. Tut mir leid. Wie frech von mir. Hat jemand verstanden, hat von wo die Melodie kommt? Alter. Weg. Okay, jetzt ist fertig mit Spiel von hier. Ah! Komm, Headshot! Oh Gott, Sully. Schaffen wir das, Sully? Alter, was ist denn das für ein Auto? Der von 0 auf 2000 in 2 Sekunden. Wir kommen.
Motherfucker. Ich hab zu wenig Leben. Warte. Und? Hast du Spaß? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Alter, was ist denn das für ein Fight, Digga? Was willst du von mir, Mann? Geh mal hier rauf, Mann. Schnell, 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 schnell. Und jetzt. Nix wie weg hier, bitte. Nix wie weg hier, bitte. Fahr, fahr, fahr. So. Wie kommen wir zu Sam? Einfach immer. Oh, Alter. Nee, da sind noch mehr. Verdammt. Alter. Ich gehe hier durch, Mann. Ist mir scheißegal. Abkürzung muss sein. Leute, geht mal aus dem Weg, bitte. Leute, aus dem Weg. Oh, shit. Oh, shit, Digga. Okay. Okay. Bitte überfahren, Mann. Digga, das Game ist der absolute Hammer. Oh, shit. Ich bin das am Film, Mann. Can you feel it? More drama, baby. Wow. Okay. Oh shit. Digga, 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 das kann nicht sein. Okay, komm, 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 hier durch. Ja, okay, ich improvisiere wieder das, was ich am besten kann. Soll ich hier? Ah, oh, bergab. Oh, scheiße. Sorry, Leute. Bin unterwegs, bin unterwegs. Alter, wie knapp ich... Leute, sorry. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Ah, Mann, die Autos fliegen nicht weg, Mann. Alter, parkier doch woanders, Mann. Mitten in, auf der Straße. Ey, du nervst, Digga. Oh, shit. Oh, shit. Alter, hier kommt die legendärste Szene vom Spiel. Alter. In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Liste wird länger. Ja, das... Opa, Digga. Das ist ein Geländewagen. Fahr herum. Festhalten. Sorry, Leute. Ein Fahranfänger. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, tut mir leid. Aber ist... Okay. Daran soll der Laster mal vorbeikommen. Der kommt... Oh! Wie hat er das... Jop. Opala. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Oh Gott. Heilige Scheiße. Wir sind fast da. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Ja, da ist er. Der ist am Flüchten, Digga. Okay. Was ich hier mache? Oh mein Gott, hier kommt einer meiner Lieblingsszenen, Digga. Oh mein Gott, ich kann kaum. Ich hab jetzt Hühnerhaut, Mann. Ich hab hier Gänsehaut pur, Mann. Meine Fresse, Alter! Mann, Mann! Haben die langsam genug Schläge? Das Gefühl von einem Spiel so, so... Sprachlos, Digga. Ich bin momentan... Alter, das Gefühl habe ich seit Uncharted 3 nicht mehr gehabt, Mann. Meine Fresse, okay. Aber das ist noch nicht zu Ende, die Szene. Da sind sie. Weißt du, wie wir es selber erreichen? Alter, Drake, was traust du dir alles? Alter, Schwede, Motherfucker. Hoch mit dir, Drake. Hoch mit dir, Drake. Hoch, 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 hoch.
Wuhu! Alter Schwede! Alter Schwede, Mann! Was? Wir können hier die Leute so abschießen? Digga, das kann ja nicht wahr sein! Und adios, amigos! Schieß nicht auf mich! Alter! Ich schieß nicht auf mich, wenn ich das sage, Mann! Ich muss hier vorwärts klettern. Alter Schwede, was muss der hier alles durchleben, Mann? Komm, komm, komm. Alter. Alter, das ist... einfach der Hammer. Naughty Dog, ihr seid einfach die besten Spielentwickler, die es gibt, Mann. Boom, boom, chakalaka. Motherfucker. Und... du hast keine Rechte mehr. Oh shit. Du Motherfucker. So. Ihr nervt meine Eier. Sam, ich bin hier. Sam, ich bin hier. Sam. Oh Gott, 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 ich bin hier dreckig geworden. Macht keinen Unterschied mehr eigentlich. Ey, Leute, gebt einfach aus, ich bin ein Mann Amelia. Mit der Pistole habe ich hier die Fahrzeuge zerstört, Mann. Komm jetzt. Alter, das ist schwieriger als es aussieht, auf dem Fahrzeug hier rumzuschießen. Alter, so. Alter. Fahr mal, Digga, fahr. Ich komme, Sam. Sam, ich bin unterwegs, keine Sorge, dein Bruder jetzt kommt. Okay. What the fuck? Wow! Ah, scheiße, ich wusste nicht jetzt nicht genau. Ich hab die Anzeichen nicht verstanden, wann das Auto hier explodiert. Deswegen gib mir nochmal eine Chance, also zweite Chance, zweite. What the fuck, Alter, wie Hammer ist das? Sam ist dort vorne, okay. What the fuck? What the fuck, Alter? War das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte? Oh shit! Oh shit! Oh shit, Alter, ich bin hier. Okay, ganz ruhig. So. Fahr nicht. Also, das heißt jetzt. Und tschüss. Schau mal, das ist fast. Okay, nee, ich mach's ganz anders. Halt euer Auto! Ja, es ist halt euer Auto hier. What the fuck, man? So, wenigstens keine Graustufen mehr im Bild, Mann. Weiß ich, dass ich genug Leben habe. Aber Leute, ich komme jetzt zu euch. Alter, du regst mich auf hier. Und... adios, amigos. Alter.
Alter, geh weg. What the fuck? Okay. Alter, meine Güte, die Darstellung des Actions ist hier ein neuer Level, Mann. Oh, shit. Alter. Verpiss dich, Mann. Alter. Sam, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, Saminator. Alter, geh weg, Mann. Geh mal weg, Alter. Ja, ich hab doch Viereck geklickt. Also, nochmal eine Chance. Das kann ja nicht wahr sein. Sam, ich bin direkt hinter dir. Alter. Ein kleiner Kurswechsel war das. Alter Schwede. Okay. Und tschüss. Sam, ich bin hier. Hey, Brüder. Wow. Komm her. Ich versuch's. Okay. Spring rein. Spring. Sam, spring in das verdammte Auto. Ich bin schneller. Diskutier nicht rum. Vorsicht. Alter Schwede. Alter, da brennt's jetzt. Feuer im Haus. Oh, scheiße. Alter, da brennt's, Mann. Ich muss hier raus. Alter, deine Haare. Mach was, Trick. Alter, ich hab das jetzt nicht gecheckt. Okay. Und wohin? Wohin mit der Pfote? Das hat er bestimmt nicht überlebt. Kein Risiko. Verdammt. Das ist nicht gut. Alter. So, jetzt soll mein Bruder kommen hier. Sam, sofort hierher. Mist. Komm schon. Saminator. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Okay. Das zu Tod schießen hier. Also, Digga. Das ist da ein Mann aus Panzer. Oh shit. Alter. 1, 2 oder 3. Oh shit. Alter, das sieht so heftig geil aus, Mann. Nein, Digga, das ist abnormal gut. Das ist verboten gut, Mann. Mein Gott, ich hab zwar das Video gesehen, aber wenn ich das hier so live sehe, Alter, das fiebert man gleich mit, Mann. Du hast keine Chance, Mann. Du hast keine Chance, Digga. Du hast keine Chance. Motherfucker. Heilige Scheiße. Alles klar? Ja. Verschwinden wir. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia.
Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunisten-Piraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Oh, oh. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange.
Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Leute, ich glaube, ich hab ein bisschen geweint. Was wollte ich jetzt sagen? Es ist jetzt Kapitel 11 beendet nach einer Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte definitiv mehr als nur Spaß. Teilt das Video, liked das Video, abonniert mich, kommentiert das Video, abonniert mich auf YouTube und Twitch. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao zusammen!